Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen und kurzen Teil vom Reefer-Tagebuch von meinem 625er Reefer. Heute mit ein paar Kleinigkeiten, die über den Monat passiert sind. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Bis gleich. Leute, was soll ich euch erzählen? Es ist genau so, wie ich letzten Monat angedroht habe. Es passiert nicht mehr viel. Das Einzige, was tatsächlich passiert, ist, es sind zwei neue Bewohner eingezogen. Einmal, wie angekündigt, die Drachenkopfseenadel. Blende ich euch gleich mal kurz ein. Und Sechsstreifen-Lippfisch. Die beiden sind ja dafür da, um meine Acropora-fressenden Strudelwürmer und generell Na, lasst mich nicht lügen. Ich komme nicht drauf. Normalen Planarien, in Anführungszeichen Planarien, im Zaum zu halten. Ja, was ist noch passiert? Ich habe ein bisschen gegärtnert. Und zwar so, wie ich auch angekündigt hatte, glaube ich, letzte Mal. Gehen wir aber jetzt erstmal auf die Kleinigkeiten ein, wie den Neubesatz. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich mir gegen meine kleinen Plagen einen Lippfisch einsetzen möchte. Eigentlich wollte ich mir ein Pärchen einsetzen. Habe ich auch. Ich habe zwei kleine Sechsstreifen-Lippfische eingesetzt. Und einer davon war wohl nicht so ganz in Ordnung, wie er eigentlich sein sollte. Leider Gottes ist er in der Nacht von meiner Felsenkrabbe dann, beziehungsweise abends von meiner Felsenkrabbe dann entsorgt worden. Eingewöhnt habe ich die Tiere so, wie es sein soll, aber man steckt halt nie drin. Normalerweise sind die Lippfische eigentlich sehr, sehr robust. Aber komischerweise bei diesem einen Tier steckt man halt nicht drin, keine Ahnung. Ja, der Kleine, den versuche ich nachher mal ein bisschen einzufangen und euch die Bilder jetzt hier in den Hintergrund zu schieben. Der macht im Prinzip seinen Job, flitzt gut durchs Becken, ist fit, ist gut dabei und ich denke mal, dass er dann schon da, hier und da, dann die entsprechenden Planarien bzw. Plattwürmer vertilgt und vernichtet. Was auch noch hinzugekommen ist, ist meine Drachenkopfseenadel. Und das finde ich ganz besonders geil, weil das ist eine Tierart, die ich bisher noch nie gehalten habe. Und bei der ist es so, die hat eine Verhaltensweise, die ganz anders ist zu den generell zu den Fischen. Sie schwimmt halt nicht so wie ein normaler Fisch durch die Gegend. Sie liegt halt irgendwo in der Gegend rum. Meistens vorne irgendwo auf dem Sand. Und sie ist jetzt mittlerweile seit 2,5 Wochen im Becken. Und aktiv habe ich sie eigentlich noch nie fressen sehen. Aber sie ist immer noch ziemlich gut genährt. Also ist ziemlich noch rund und gesund. Also nirgendwo ein eingefallener Bauch oder so. Also dann gehe ich mal davon aus, dass sie schon ihren Streifzug durchs Riff oder an den entsprechenden Stellen macht und ihr Kleinfutter in irgendeiner Form findet. Gehe ich mal davon aus, dass bei mir im Becken genug drin ist. Dieses Tier ist absolut ja, faszinierend, weil es halt mal wirklich auch was anderes ist. Ursprünglich ist sie natürlich auch dafür da, um meine Acropora-fressenden Strudelwürmer mit zu bekämpfen. Bloß, ja, so wie sie im Moment sich halt gibt, ist halt, ja, sage ich mal, sehe ich nicht so, dass sie da dran geht. Sie liegt halt, wie gesagt, mal hier faul rum, liegt mal da faul rum. Schwimmt hier und da schon mal zusammen mit meiner Polaris, um vielleicht hier Kleinigkeiten aufzunehmen, die auffühlt. Kann sein, weiß ich nicht. Ich habe es wirklich noch nicht richtig beobachten können, dass dieses Tier frisst. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, bei diesem kleinen Rüssel, den dieses Tier hat, ist das auch ja, nicht ganz so einfach, überhaupt was Fressbares zu finden. Ja, was noch? Diesen Monat schneide ich gerade mal dazwischen, ist mir nämlich noch eingefallen. Ich habe mir noch ein paar Kleinigkeiten organisiert. Und zwar hatte ich ja grundsätzlich unter meinem Futterautomaten immer so eine selbstgebastelte Futterring oder Foodpipe, sage ich jetzt mal, aus einer alten normale Colaflasche rausgeschnitten und dann einfach nur drunter gesteckt. Blende ich euch mal eben ein, wie ich es hatte.
War nicht ganz so toll. Und ich habe mir jetzt hier, Aquamedic hat neu auf den Markt gebracht, hier diese Footpipe. Das ist ein Acrylröhrchen mit einem Magneten. Entschuldigung. Und wie ihr im Hintergrund sehen könnt, die wird im Prinzip unter den Futterautomaten drunter gebracht und kann dann dementsprechend dort das Futter aufnehmen. Mein Fuchsgesicht, wie ihr seht, hat mittlerweile schon rausgefunden, wie es geht. Hat auch im Endeffekt dann den Vorteil, dass zumindest dieses Tier jede Menge Futter kriegt, weil der ist ein bisschen mager auf der Brust. Finde ich schon mal ziemlich geil, weil das Ganze mit Magnet gelöst ist und nicht mit einem Saugnapf. Und was auch sehr geil ist, habe ich lange drauf gewartet und ja, ich habe es mir immer gewünscht, aber nie wirklich jetzt mir ja, geholt, ist hier so ein Schauglas. Ja, ist jetzt nicht die große Neuerung, aber das ist ein, nennt sich TopView 200. Das hat 200 mm Durchmesser, da kann man sein Handy direkt reinlegen und blendfrei Aufnahmen von oben machen. Also die Dinger gibt es natürlich auch von anderen Firmen, klar, logisch. Aber was mich hier im Prinzip, ich sag's mal, im Endeffekt überzeugt hat, war der Preis. Ich glaube, der liegt irgendwo so bei 12 Euro. Und ist noch ein kleines Mikrofasertuch dabei, damit man die Innenseite immer schön sauber halten kann. Weil es halt im Endeffekt auch Acryl ist, muss man vorsichtig mit umgehen. Aber ihr seht im Hintergrund die Aufnahmen, die ich ja mitgemacht habe, das ist schon eine geile Sache. Und ja, jetzt kann ich mehr schöne Aufnahmen von oben machen. Habt ihr ja am Anfang schon gesehen, die ersten beiden Bilder, das war auch mit diesem Schauglas gemacht. Wie gesagt, andere Firmen bieten die Dinge auch an, aber was mich halt hier an dem überzeugt hat, ich kann mein Handy reinlegen, gefahrlos. Und weil ich halt auch ein relativ großes Handy habe. Und halt auch der Preis für 12 Euro. Ich weiß jetzt nicht, wo die anderen liegen. Also ich hab jetzt noch nie so wirklich nach den Dingern gesucht, aber das hat mich halt überzeugt, weil ich hatte die Newsletter von denen abonniert und habe dann gesehen, oh geil. Hab dann auch einen Preis geguckt und ich denke, oh, kann man. Also ich finde es okay. Und ich glaube, die Footpipe, die liegt, glaube ich, auch so um die 8 oder 10 Euro. Weiß ich jetzt nicht, habe ich es gerade nicht im Kopf. Also beides Dinge zusammen, 20 Euro plus Versand, kann man nicht genug meckern. Ja, macht schöne Aufnahmen, erleichtert ein bisschen die, das Füttern. Sieht, ist etwas sauberer, man kann es vernünftig abnehmen, ohne so wie ich das jetzt im Vorfeld gelöst habe. Das Ganze halt hinter die Klammer zu packen. Und dann ist es relativ schlecht, sage ich jetzt mal, zu reinigen. Hier geht es einigermaßen. Man muss diese Pipe natürlich regelmäßig sauber machen, weil sich da halt auch Algen drauf ansetzen. Muss man halt auch darauf achten, dass die, ja, ich sag's mal, nicht großartig verkratzt. Aber bei der ist es in meinen Augen egal, ob die verkratzt oder nicht. Sie soll halt das Futter auf der Position halten und dann soll das Ganze langsam absinken. Wenn man nicht so schlaue Fische hat wie ich, die sich das Futter im Endeffekt dann oben in der Pipe selber holen. Gehen wir aber zum nächsten Thema über, zum Gärtnern. Das war das, was ja jetzt als nächstes noch im Programm steht. Ich hatte ja angedroht, beziehungsweise auch schon gesagt, dass so langsam aber sicher mein Becken recht voll wächst und ja, die Tiere ineinander wachsen und ich hier und da gegebenenfalls auch schon eine Auswahl treffen muss oder ganz radikal halt die Stöcke reduzieren muss, damit, ich sage es mal, Strömung vernünftig durchkommt, damit ich wieder ein einheitliches oder ein stimmiges Bild habe, dass die Tiere sich nicht gegenseitig vernesseln. Und das habe ich halt jetzt auch gemacht. Ich versuche mal beides hinten einzublenden. Einmal vorher, einmal nachher. Da habe ich ja noch ein Video vom letzten Mal, von dem vom letzten Tagebucheintrag. Das lege ich euch in den Hintergrund. Und ich mache gleich nochmal ein neues Video vom aktuellen Stand. Und ich habe nicht nur gegärtnert. Also es ist einmal natürlich, was direkt ins Auge fällt, ist die große Acropora spicifera, die ich auf der rechten Seite vom Becken hatte. Die ist ganz enorm geschrumpft. Da hatte ich allerdings auch das Problem, blende ich euch auch mal kurz ein, dass mir in diese Koralle von unten her das Briareum reingewachsen ist. Und sowas lässt sich halt nicht so einfach dann mehr entfernen. Da muss ich halt wirklich konsequent hingehen, das Tier klein machen. Es hat natürlich eine wunderschöne Größe. Ich habe jetzt einen sehr, sehr großen Ableger davon im Technikbecken drin liegen, den ich noch halt anbiete und ja, es ist einiges, ich sag's mal, verrückt, ein bisschen ja, umgebaut habe ich dann hier und da auch, um Tiere woanders hinzustellen, ihnen bessere Strömung zu gönnen oder generell einen anderen Standort, wo sie sich besser entfalten können.
Und was im Endeffekt auch gemacht wurde, darüber kommt aber noch ein separates Video, wo er auch schon drauf gewacht hat, das Video Anemonen teilen. Ich versuche das auch dieses Wochenende noch rauszuhauen. Vorab gedreht ist es schon. Die Anemone ist jetzt seit etwas über einer Woche geteilt. Und wie ihr auch in den aktuellen Bildern sehen könnt, ich habe sie noch im Knast, in meiner Fischfalle drin. Ich habe sie im Prinzip nur einmal geteilt. Man könnte sie theoretisch auch mehrmals teilen, ist aber nicht zu empfehlen, weil das Risiko dann zu groß ist, dass sie das nicht überlebt. Also ich habe sie nur einmal in der Hälfte geteilt. Eine Hälfte ist, wie ihr seht, unten wieder in meinem Blumentopf drin. Die andere hängt oben in der Fischfalle drin und ist sich am Erholen, am Akklimatisieren. Und darüber kommt nachher noch ein separates Video. Ja, alles in allem, jetzt die neue Optik im Becken gefällt mir relativ gut. Ich denke, ich mache euch jetzt noch mal ein paar schöne Impressionen. Und ja, mehr ist leider nicht passiert. Ja, muss ja auch nicht. Es kann ja nicht jedes Mal was passieren. Also ich denke, das mit den Fischen und mit dem Umbau war schon genug. Und ich würde sagen, haut euch noch die Impressionen rein. Wenn euch das hier gefallen hat und ihr mehr über über mein Becken oder über den Verlauf meines Beckens wissen wollt oder über andere Themen, die ich halt in kurz erklärt bringe, dann haut mir das bitte runter in die Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, das Ganze, was ich hier mache, lasst bitte einen Daumen da. Das ist mir sehr wichtig, kostet euch nichts. Ein Abo für die Leute, die auch noch nicht diesen Kanal abonniert haben und trotzdem mehr sehen wollen. Abo kostet auch nichts und bringt meinen Kanal auch natürlich weiter nach vorne. Einfach oben abonnieren, Glocke anmachen, dann hört ihr auch, wenn ich dann wieder mal was raushaue. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Mal, euer Reiber. Ciao. Thank you.